Im Kaleidoskop sprechen Tobi Hui und Sebastian Hambach heute über das Metro-Netzwerk in Taipei und Kaohsiung. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach und Tobi Hui. Heute wollen wir uns über das Metrosystem in Taiwan unterhalten und natürlich vor allem das Metrosystem in der Hauptstadt Taipeh, das älteste Metrosystem hier in Taiwan, aber auch nur eines von drei eigentlich, wenn man ganz streng ist. Also es gibt nur in drei Städten heutzutage in Taiwan ein solches Metrosystem und in Taipeh hat man 1996 dieses Metrosystem eröffnet. Dann gab es in der südlichen Stadt Kaohsiung im Jahr 2008 die Eröffnung eines dortigen Metrosystems mit zwei Linien zunächst. Hier in Taipeh hatte man 96 noch mit einer Linie begonnen. Und seit ein paar Jahren gibt es noch die Linie nach Taoyuan, die zum Flughafen, zum internationalen und Taiwans größtem Flughafen fährt. Und damit hat man also auch eine Verbindung direkt von diesem Flughafen zur Hauptstadt Taipeh. Aber offiziell verwaltet wird diese Linie von Taoyuan. Und diese Metrolinien sind insofern etwas Besonderes, als dass auch internationale Medien öfter darüber berichtet haben, wie sauber und wie bequem diese Linien sind und wie einfach die zu benutzen sind und wie preiswert vor allem auch diese Linien sind oder die Benutzung dieser Linien. Und in diesem Jahr und in Taiwan sind die Linien auch so beliebt, nicht nur bei den Einheimischen, auch bei den Touristen, die hier hinkommen, dass mittlerweile schon in diesem Jahr der 10-milliardste Besucher oder die 10-milliardste Fahrt mit dem Metrosystem in Taipeh stattgefunden hat. Und man wollte eigentlich auch dann dieser Person ein paar Geschenke zukommen lassen, aber hatte wohl Schwierigkeiten, die entsprechende Person ausfindig zu machen. Also diese Metrokarten, die verwendet werden, die haben eigentlich eine Nummer, aber aus irgendeinem Grund, vielleicht weil die Person nicht oft Zeitung liest oder Nachrichten schaut, also man konnte wohl diese Person nicht ausfindig machen. Aber viele in Taiwan blicken auf diese Metro auch schon ein bisschen mit Stolz. Ja, das kann ich eigentlich bestätigen. Und du hast ja vorhin von einigen Merkmalen von Taipei Metrosystem angesprochen, nämlich das sehr sauber und preiswert ist. Das stimmt schon. Das ist im Vergleich zu vielen anderen Ländern ist der Preis sehr niedrig und zu dem Preis kommen wir später noch dazu. Aber überhaupt ist Taipei Metro nicht nur sauber und preiswert, sondern auch sehr pünktlich. Das werde ich wirklich sagen, weil es sich um eine eingeschlossenes System handelt und die sind wirklich fast immer pünktlich, während in vielen anderen Ländern manchmal etwas anders ist. Und dann überhaupt sind die Fahrgäste sehr freundlich oder sehr brav. Also man steht immer ganz brav an den Schlange und es ist eine und im Waggon drin herrscht normalerweise wirklich eine Ruhe. Also die Fahrgäste sind immer ruhig und unterhalten sich nicht so laut miteinander oder überhaupt, die sprechen sich auch nicht gegenseitig an. Man guckt immer auf die Handys und so und daher ist es wirklich ganz ruhig. Also ja, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, wenn jemand ein Handy benutzt, aber keine Kopfhörer hat und dann einfach die TV-Serie oder die Musik, die er oder sie dort gerade konsumieren möchte, einfach dann für alle anderen Passagiere auch mit zugänglich macht. Aber das ist fast die Ausnahme. Ja, genau. Überhaupt sind die Leute wirklich ganz ordentlich, ganz ruhig und das macht schon Unterschied aus. Und ich war ja vor kurzem in Deutschland und bin auch hin und wieder mit der Bahn gefahren, sei es in Hamburg oder in Berlin, in Bonn oder in Stuttgart. Also im Vergleich zu den Bahnhöfen oder Bahnserber, dort ist Taipehs Metrosystem wirklich überlegend, würde ich sagen. Also auf jeden Fall waren wirklich ganz sauber, pünktlich und alles. Also preisgünstig ist das auch. Zum Beispiel hier kostet bei einer Fahrt gewöhnlich nur 20 Taiwan-Dollar, also kein Euro, bisschen mehr als 60 Cent. Ich kann mich daran erinnern, also in Bonn für kurze Strecke kostet es schon 2,50 Euro und für etwas größere dann ist 2,80 Euro. Und ich meine, für diese Distanz braucht man in Taiwan etwa 60 Euro Cent. Das macht natürlich viel aus. Und vor allen Dingen, die Waggons hier sind wirklich alle ganz sauber und man hat auch Klimaanlagen
Anlage hier. Und in Deutschland bei vielen Bahnen, die etwas älter sind, gibt es keine Klimaanlage. Und das ist zu der Sommerzeit eigentlich sehr unangenehm. Und vor allen Dingen viele Fenster kann man dort gar nicht aufmachen. Und daher ist es manchmal furchtbar, wenn es draußen wirklich sehr heiß ist. Und hier zu fahren ist schon wirklich einigermaßen günstig und angenehm. Und vor allen Dingen, die fahren auch eigentlich recht ruhig, also bewegt sich nicht so groß und so, kann man wirklich ohne weiteres fahren. Ja, also im Vergleich zum Bussen in Taipei, also in Taiwan, da fahren viele Busfahrer wirklich ganz wild, während die U-Bahn in meinen Augen also relativ ruhig, also angenehm. Daher fahre ich eigentlich auch ganz gerne mit der U-Bahn, obwohl ich nicht immer mit der U-Bahn fahre. Ich fahre selber auch mit dem Auto, aber hin und wieder fahre ich schon ganz gerne mit der U-Bahn. Und vor allen Dingen, wenn ich tagsüber im Büro zu lange gesessen hatte, wollte ich manchmal auch mit der U-Bahn fahren, damit ich in der U-Bahn noch stehen kann. Ich stehe auch meistens da, weil ich nicht müde bin, sondern weil ich wirklich stehen möchte und sich etwas bewegen möchte. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das mache ich eigentlich die meiste Zeit auch über so. Wobei bei mir zu den Zeiten, wo ich normalerweise in der Bahn fahre, da hat man sowieso nicht so die große Auswahl an Sitzplätzen. Also das kommt natürlich auch dazu hier in Taipei, weil das eine Großstadt ist, wo sehr viele Menschen auf einem sehr engen Raum leben, dass dann gerade zu diesen Stoßzeiten alle auch in der Bahn dann so ein bisschen aufeinander stehen. Also man kann auch eigentlich, aber das ist die positive Seite vielleicht, nicht wirklich umfallen, selbst wenn es mal um eine Kurve geht oder so oder wenn die Bahn dann mal hält, denn es sind einfach zu viele Menschen dort. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch so eine bestimmte Kultur. Also zum Beispiel, man soll natürlich dann immer den Platz frei machen, wenn jetzt eine ältere Person kommt oder vielleicht eine schwangere Frau oder jemand mit einer Verletzung. Und da gibt es ja diese sogenannten Bo-ai-zur. Also bei diesen Sitzen soll dann Menschen mit einem entsprechenden Bedürfnis die Priorität eingeräumt werden, dass sie dort zuerst sitzen sollen. Das klappt auch meistens. Die Sitze haben eine andere Farbe und zumindest die sollten dann auch eben, wenn es etwas voller wird, die Möglichkeit haben, einen Sitzplatz zu bekommen, um nicht stehen zu müssen. Aber diese Sitzordnung sozusagen, es ist nicht die einzige Besonderheit. Du hast ja gerade gesagt, dass im Vergleich zu den Busfahrern oder in den Bussen, da geht es etwas ruppiger zu und bei den Bahnen oder bei diesen Metros, da geht es dann eher etwas geordneter oder ruhiger zu, auch was das ganze Fahrerlebnis angeht. Und ein guter Grund dafür ist natürlich auch, dass es bei manchen dieser Bahnen ja gar keine Fahrer gibt. Also bei der Linie, bei der ältesten Linie hier in Taipei, die verläuft auch oberirdisch und ist eigentlich auch die einzige Linie, die zumindest fast komplett oberirdisch verläuft. Da gibt es keine Fahrer, die fahren also vollautomatisch in bestimmten Zeitabständen. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil man kann dann auch bis ganz nach vorne oder ganz nach hinten in dieser Bahn laufen und sich einfach dann so ein bisschen die Fahrt anschauen. Das ist so wie früher im Fernsehen oder vielleicht gibt es das auch heute noch, wenn einfach nur so eine Dokumentation sozusagen gezeigt wird, wo einfach nur das Bild von diesem Führerhaus in dem Zug gezeigt wird und diese Landschaft, durch die man dann fährt. Und bei dieser Bahnlinie, da kann man dann auch sich ein bisschen die Stadt anschauen, denn die geht nämlich zum Teil wirklich an diesen ganzen Hochhäusern vorbei. Also dadurch, dass die eben über der Straße ist und etwas hoch ist, vielleicht so in Höhe vom vierten oder fünften Stock etwa, da hat man dann auch einen ganz guten Blick auf die umliegende Stadt. Und die ersten paar Mal ist das sehr interessant. Das kann ich auch nur bestätigen und vor allen Dingen, weil ich immer mit der Wenhu-Linie fahre, wenn ich mit der Bahn fahre. Also Wenhu-Linie verbindet mein Zuhause und unserem Sender. Und an einer Strecke, da kann man den Songshan Internationale Flughafen sehen. Und Songshan Flughafen befindet sich mitten in der Stadt Taipei und dort werden eigentlich nur die Linie zwischen Taipei und asiatischen Ländern. Auf jeden Fall, da kann man wirklich Flugzeuge landen und starten sehen. Und jedes Mal, wenn wir an diese Kurve kamen, liefen einige Kinder oder Fremden, also Touristen auf und die waren wirklich alle ganz begeistert. Und Mamas haben immer gesagt, guck mal, das ist ja Flugzeuge und die Kinder sprechen danach Flugzeuge und so weiter. Waren wirklich alle Leute sehr begeistert und auf jeden Fall, das ist schon ein Schauplatz für viele Leute, wenn man überhaupt mit der Linie fahre. Genau, und diese Linie wurde ja auch dann vor etwa 10 Jahren mittlerweile erweitert. Das heißt also, die heute Wenhu genannte Linie, der Hu bedeutet oder dieses Schriftzeichen Hu in dem Namen der Linie, der kam erst vor 10 Jahren dazu. Das war dann eine Erweiterung ungefähr fast nochmal,
wenn man auf die Karte schaut, dann die gleiche Anzahl an vorherigen Stationen, die es gab, wurden dann nochmal hinzugefügt oder sogar ein bisschen mehr. Und das ist dann eben der Teil hinter diesem internationalen Flughafen, wobei dieser Flughafen nicht zu verwechseln ist mit dem anderen Flughafen von Taoyuan, also dem größten internationalen Flughafen in Taiwan. Zudem fährt ja auch eine Linie, aber die hat erst, wie gesagt, in den letzten Jahren eröffnet. Und vorher gab es also schon diese andere Linie zu dem Flughafen. Das ist übrigens auch eine der wenigen Stationen auf der Linie, die dann unterirdisch sind bei dem Flughafen. Also man konnte wahrscheinlich eben nicht ganz aufgrund von Platzmangel dann dort noch eine Bahnlinie direkt hinbauen, oberirdisch, und musste das dann eben hier unterirdisch verlegen. Und dann geht sie auch unter einem Fluss durch. Und dieser zweite Teil hinter dem Fluss, das ist dann der jetzt in Anführungszeichen neu hinzugekommene von vor ein paar Jahren. Aber das war also eine der ältesten Linien. Eigentlich ist das auch eine der Linien, wo nicht ganz so viele Leute mitfahren können. Das ist nur so eine Linie mit mittlerer Kapazität. Das merkt man auch, wenn man dort drin steht. Die Waggons sind nicht ganz so breit, was aber wahrscheinlich auch wieder einfach dem Platzmangel geschuldet ist hier in Taipeh. Und den Platzmangel hatte man dann dagegen nicht bei den anderen zwei großen Linien, die recht am Anfang es schon gab, nämlich der damals roten und der damals blauen Linie, wobei die blaue Linie hat sich bis heute nicht verändert, und die gehen grob gesagt einmal von Nord nach Süden und einmal von West nach Ost und haben sich dann in der Mitte genau im Hauptbahnhof von Taipeh überschnitten. Und heutzutage ist das immer noch so, allerdings hat sich heutzutage diese rote Linie etwas verlegt. Man hat einfach die Farbe mit einer weiteren Veränderung dann etwas angepasst und dafür dann einen anderen Streckenabschnitt rot eingefärbt. Aber auf jeden Fall bei diesen Linien, die sind fast komplett unterirdisch, diese rote Linie zumindest zu einem großen Teil. Und dort sind dann auch die Waggons viel größer und diese Linien haben dann auch eine hohe Passagierkapazität, und das merkt man dann, wie gesagt, auch gerade zu diesen Stoßzeiten, dann sind wirklich sehr viele Leute dort unterwegs und es wird etwas eng, aber eigentlich auch nicht so eng wie zum Beispiel in Tokio oder anderen asiatischen Großstädten. Also im Vergleich dazu von aus eigener Erfahrung kann man immerhin noch atmen in Taipeh, also das fand ich in anderen Großstädten schon unangenehmer. Ja, in anderen Städten sieht man oft auch im Berichterstattungen in Medien, dass die U-Bahn-Firma sogar extra Leute eingeheuert haben, um die Fahrgäste in die Waggon reinzuschieben. Und sowas gibt nicht in Taipeh. Ja, noch nicht. Ja, kann wahrscheinlich noch werden. Aber eigentlich, dieses Metro-System wird immer weiter ausgebaut. Und daher gehe ich davon aus, dass wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren wohl keine solche Shipmänner eingestellt werden. Mit dem Bahn zu fahren ist in Taiwan auch für mich ganz angenehm. Wie gesagt, ich fahre normalerweise mit der braunen Linie, also Wenhu-Linie, zur Arbeit oder nach Hause. Aber ansonsten fahre ich eigentlich auch sehr oft mit der roten Linie, diese Danshui-Xin-Yi-Linie. Mit dieser Linie kann ich eigentlich auch zur Arbeit kommen. Also allerdings muss ich dann in Yuanshan Haltestelle aussteigen und dann weiter mit dem Bus fahren. Anders als ich, wenn ich mit der braunen Linie fahre. Und auch diese Linie ist sehr angenehm zu fahren, breit, sauber, immer pünktlich und so. Also bei mir habe ich wirklich einen großen Vorteil, weil in Da'an Haltestelle, da kann ich, darf ich entweder mit Braunlinie oder mit roter Linie fahren. Und das ist natürlich wirklich ein großer Vorteil. Ich kann mich noch daran erinnern, als die rote Linie, die später erst eingebaut ist und als die dann in Betrieb aufgenommen wurde, ist die Immobilienpreise dann plötzlich 4 erhöht. Und ich bekomme natürlich auch meinen Vorteil, weil ich gerade so hier wohne. Die Immobilienpreise, meine Wohnung ist natürlich entsprechend gestiegen. Aber nicht nur wegen dieser Immobilienpreisstieg, sondern überhaupt, das ist schon angenehm, weil ich ja sehr verkehrsgünstig zu viele Orte gehen kann. Zum Beispiel mit dieser roten Linie, dann kann ich zu Danshui fahren. Und Danshui ist ein Begriff für viele Touristen in Taiwan. Man kann dort einen ganzen Tag verbringen, an der Küste gehen und noch die alte Straße dort besuchen oder die sogenannte rote heilige Frau dort besichtigen. Da gibt es viele so historische Gebäude dort und man kann dort Spaziergang machen oder
überhaupt zu der Mündung des Danzig-Flusses gehen und man kann auch mit der Fähre auf der anderen Seite des Flusses fahren, also zu Bali. Wie gesagt, dort kann man wirklich dann einen ganzen Tag verbringen. So ein sehr beliebter Touristort oder Ausflügesort ist und kann man einfach mit dieser roten Linie fahren. Und das kostet insgesamt nur 50 Taiwan-Dollar, also ein bisschen mehr als 1 Euro. Wirklich sehr preiswert und sehr verkehrsgünstig. Ja, genau. Also daran sieht man, dass dieses Metrosystem mittlerweile ja nicht nur in der Stadt Taipeh aktiv ist, sondern schon auch seit früher Zeit im ehemaligen Landkreis oder in der heutigen Stadt Neu-Taipeh City. Mittlerweile hat natürlich auch innerhalb von Taipeh dieses Streckennetz immer weiter sich entfaltet und es wurde immer weiter ausgebaut in den letzten paar Jahren, gerade im Zentrum. Da gibt es mittlerweile also insgesamt 5 Hauptlinien, über die man dann verschiedene Touristenattraktionen sich anschauen kann, auch innerhalb der Stadt. Und oft sind auch die Stationen nach diesen Attraktionen oder Anlaufpunkten benannt, wie zum Beispiel dieses Taipeh 101 oder der Qingtian-Tempel. Oder die Halle im Angedenken an den ehemaligen politischen Führer Chiang Kai-shek und solche Sachen. Also alle diese verschiedenen Orte, dort kann man eben mit der Bahn heute hinfahren. Es gibt meistens direkt eine Station dort. Nicht nur bisher wurde diese Linie weiter ausgebaut, sie soll auch in Zukunft weiter ausgebaut werden. Und zum Beispiel für Ende dieses Jahres, da ist die Eröffnung einer rundgehenden Linie geplant. Also das heißt, diese Linie wird dann nicht durch das Stadtzentrum von Taipeh verlaufen, sondern vielleicht noch am Rande der Stadt Taipeh und dann aber hauptsächlich durch die Stadt New Taipei City, die ja auch wie so ein Donut um Taipeh Stadt herum liegt und deshalb natürlich bietet sich auch eine solche Rundfahrt an und damit wird eben auch diese Stadt immer weiter erschlossen für dieses öffentliche Verkehrssystem, das wie gesagt eigentlich viel bequemer ist, als mit dem Bus zu fahren oder auch mit dem eigenen Auto zu fahren mittlerweile. Und das ist natürlich auch der Grund gewesen, warum dieses System damals in den 60er oder auch 70er, 80er Jahren dann geplant wurde. Denn es gab natürlich zu den späteren Jahrzehnten immer ein höheres Verkehrsaufkommen in Taiwan und vor allem hier in Taipeh. Und in der Hauptstadt sind ja auch die Straßen recht eng. Wir sind ja geografisch in so einem Becken gelegen. Ringsum gibt es die Berge und da bleibt auch einfach nicht so viel Platz für immer mehr Autos. Und stattdessen hat man dann versucht, eben mit diesem Massentransportsystem, die Leute etwa auch unterirdisch dann zu transportieren. Und das ist ja auch bis heute dann ganz gut aufgegangen. Und es gibt natürlich immer noch viel Verkehr, aber durch diese weiter geplanten Erweiterungen erhofft man dann auch, dass dieser Verkehr vielleicht in Zukunft noch weiter zurückgehen kann und dass immer mehr Leute auf das eigene Verkehrsmittel in Zukunft verzichten können. Diese gleiche Hoffnung hatte man nicht nur in Taipeh, sondern natürlich auch zum Beispiel in Kaohsiung, eine weitere Großstadt in Taiwan. Und dort hatte dann etwa vor 11 Jahren auch eine Metro eröffnet, nämlich die Kaohsiung Metro. Anfangs mit 2 Linien, die auch ähnlich wie in Taipeh von Nord nach Süd und von West nach Ost etwa grob verliefen. Und dort wurde auch eine Erweiterung mittlerweile in Betrieb genommen, allerdings dann über eine Straßenbahn oder eine Light Rail, die dann eben auf den Straßen fährt und nicht mehr unterirdisch. Und das war damals in Kaohsiung zumindest mit einer eher längeren Phase der Akzeptanz oder fehlenden Akzeptanz der Bevölkerung verbunden. Also irgendwie kam diese Bahn dort anfangs nicht ganz so gut an. Zwar war man irgendwie froh, dass man auch dort dann eine so moderne Alternative hatte, aber irgendwie hat sich das nicht so richtig durchgesetzt. Und auch heute ist es nicht so ein wirklich ganz so beliebtes Verkehrsmittel für Kaohsiung, wie die Metro für Taipeh mittlerweile ist. Und das mag an verschiedenen Gründen liegen. Zum einen sind auch zum Beispiel die Straßen in Kaohsiung breiter. Also der Verkehr staut sich dort nicht ganz so schlimm, wie das in der Hauptstadt der Fall war, weil vielleicht auch die Leute einfach dort mehr